Was haben wir schon? Ein Spalt? Gucken wir mal durch. Eine LeChuck-Maske. Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Es ist das Poster für ein richtig mieses Monsterbuch. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Ein Werwolf? Unheimlich. Es sieht aus, als schreibt er an einem Horrorroman. Er heißt Der Grog, der Leute trank. Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Es ist ein Dinosaurier aus Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Es ist ein Poster für irgendein albernes Buch über untote Piraten. Eklig und grässlich zugleich. Das muss der Totengräber sein. Mord, interessanter Name. Nein. Hey, Mister, Hilfe! Was? Mister, wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, das stimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Komm und sieh durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diebischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horrorromanen gelesen. Also nichts da. Okay. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Totengräber, okay. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teurer Hardware. Das sehe ich ein. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Verdammt, du hast meine Täuschung durchschaut. Ich bin kein gewöhnlicher in einer Gruft gefangener Mann. Nun, was bist du denn dann? Ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben von Keton, um Frieden ins Reich zu bringen. Trägst du das Mal des Tixblick, des Auserwählten, den die Schriftrollen des dritten Schatten prophezeien? Ich hatte gehofft, du würdest das nicht fragen. Was ich sagen wollte, war... Mein Überlichtgeschwindigkeitsschiff ist in einer Subraumanomalie gefangen. Du hast kein Schiff. Jeder echte Überlichtgeschwindigkeitsreisende wüsste, dass die Umkehrung der Polarität eines Ionenflussfeldes in einer sich expandierenden Tachyonenwelle resultiert, die wiederum eine Neutrinospur hinterlassen würde, der man aus der Anomalie folgen könnte. Was ich sagen wollte, war... Ich bin ein wütender und verwirrter Geist, welcher in dieser Gruft spukt. Dann mach, dass du vor mir erscheinst. Wie bitte? Wenn du ein echter Geist wärst, könntest du dich in einer geistartigen Form materialisieren. Steht alles in den Büchern. Worüber hat der kein Buch gelesen? Dann lass mal sehen. Ist der unheilvolle Klang meiner körperlosen Stimme nicht Beweis genug? Anscheinend nicht. Zittere vor Furcht, ich bin ein böser Geist! Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Geht nicht, ich bin so schüchtern. Du bist kein Geist. Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Geist. Okay, der möchte also... Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Möchte also ein Gesicht sehen, vielleicht kann uns Maria da weiterhelfen. Hey! Ich hab Mary gerade echt im Inventar!
bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppegruft eingeschlossen ist. Was willst du? Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Geist. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass er das dann nicht... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Leider kann ich Murray nicht damit... Leider kann ich Murray... Ach, Murray so benutzen. Hey, pass auf die Hände auf! Er kann einfach nicht aufhören zu jammern. Ich will jetzt nicht mit Murray in ein Gespräch verwickelt werden. Hey, pass auf die Hände auf! Aber warum... Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Jo. Na, schade. Aber ich habe Murray eingesteckt. Was ist, wenn ich Murray mit ihr benutze? Das ist eklig. Was? Nichts. Das ist eklig. Was? Nichts. Ach, schade. Aber ich trage Murray mit mir rum. Dann untersuche ich mal die Tür. Sie führt zum Friedhof. Und vielleicht kann ich sie ja mit der Stange... Selbst mit dem Brecheisen kann ich das Gitter nicht aufhebeln. Mit einer Visitenkarte? Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. Wie komme ich denn jetzt hier aus der Gruft wieder raus? Und irgendwie... Murray in Verbindung... Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Oh, schade. Das macht Spaß, aber ich muss ihn mit etwas anderem benutzen. Okay. Wie war denn das? Meistersuppes Familiengeschichte? Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Ich kann das Buch nicht damit benutzen. Irgendwas war mit dem Spalt. Es ist eine glühende Laterne. Ich komme nicht dran. Ist das nicht noch Murrays Skelettarm? Ha! Ich habe sie! Hey, was ist mit dem Licht passiert? Vielleicht später. Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass er das mögen... Darauf kann ich kein Licht werfen. Darauf kann...